Und ich weiß gar nicht, ob wir einen Krieg oder ob 40 das höchste war. Werden wir sehen. Sortieren wir das mal nach da hinten. Jetzt muss ich die Hose finden. Und noch den Helm. Sagen wir so, schlecht ist sie nicht, aber das, was wir im Augenblick haben, ist besser. Fällt gerade sein, wo sind meine Schilde? Ja, okay, beliebige Magie hat 15. Können wir das Schild leider nicht benutzen und sie auch nicht? Egal. So, jetzt 5 Feuermünzen hier oben reinwerfen. Zu Befehl! Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Ihr könnt euch mal wieder alles sammeln. So, Feuermünze in den Schlitz. Feuermünze in den Schlitz. Noch eine Feuermünze. Und noch eine Feuermünze. Und die letzte. Es macht Klick und die Kiste kann geöffnet werden. So, was haben wir hier? Zepter der Winde. Aha. Ziemlich coole Stiefel. Ziemlich coole Robe. Sehr viel Zeug, was uns nicht viel nützen wird. Ist auch toll, dass das meiste irgendwie kleine Klingenwaffen sind, was wir hier so haben. Die nächste große Klingenwaffe ist die 18er. Zu Befehl! So, dann kann ich mich schon mal zum komm. Machen wir erst das Zeugs hier. Dann haben wir nämlich das auch schon hinter uns und können dann zum nächsten übergehen. Ja, das Zepter der Winde haben wir jetzt. Oh ja, nächste Stufe kann ich dann ein besseres Schild benutzen, nämlich so eins hier. Das ist schon ein Tick stärker. Vor allem hat es gegen
Okay, das hat auch gute Resistenzen eigentlich. Aber das hier hat gegen alles Resistenzen. Auf 17 kann ich das benutzen. Ich habe kein 18er Schild. Okay. Muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwo jetzt das kaufen kann. Weil das ist schon 19. So, hier muss ich jetzt das Sternmedaillon einsetzen. Ja, in dem Min hier ist eine sternförmige Mulde. Sternförmiges Amulett einsetzen. Das Amulett passt genau in die Mulde. Mit einem Grollen öffnet sich das Tor. Ja. Kann das Zepter der Winde erstmal hierher? Zu Befehl! Auf dem Weg. Wenn ich richtig weiß, gibt es hier oben gar keine Gegner mehr, weil das ist ein abgeschotteter Bereich. Und so kann man sich irren, da ist noch ein Sammler. Zurück mit euch! Kämpft! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Achtung! Vorsicht! Achtung! Komm. Nicht. Eine Kopfnuss hilft dir da auch nicht mehr. So, hey, noch eine Erdmünze. Wer hätte das gedacht? Das heißt, wir haben jetzt 6 Erdmünzen, 6 Feuermünzen und nur eine Wassermünze. Gut, speichern wir hier sicherheitshalber, auch wenn die Unbesiegbaren eigentlich nichts können. Oder Unbezwingbare. Zeit zu sterben! Wir machen zwar Schaden an ihnen, aber nicht wirklich viel und ja. Hier oben hätten wir eh nicht hingemusst. Hier ist nämlich kein Tor. Hier sind nur Truhen. Das heißt, wir gehen jetzt erst einmal hier rein. Da kommen wir... Oh, auf der Seite raus. Tag, gefangener Dämonenfürst. Also ja, speichern wir nochmal. Ich würde gerne wissen, wie gut ich gegen den ankomme. Wie kriege ich die hier raus? Ja, Menschen verschlingt. 3 Zahlen. 2, 33 und 10. Mhm. So, lassen wir dich mal kurz raus. Vorsicht! Au!
Zurück mit euch! Vorsicht! Zeit zu sterben! Nee, du bist mir zu anstrengend. Okay. Laden. Also 2, 33 und 10 dürfen wir nicht machen. Eine 130. Eine 7. Und eine 66. Eine rote 3. Ich glaube, das hier ist der... Ja, rot ist der Multiplikationsraum. Rote 5. Rote 11. Rote 7. Die Säule berühren. Dann können wir schon mal die Truhe in der Mitte öffnen. Ohne dich da rauszulassen. Ja, die Kiste sind Riegel, kann geöffnet werden. Oh, eine Wassermünze. Leichte Rüstungsbeinkleider. Die waren 19, oder? Oder waren die 9? Habe ich mich gerade verlesen. 19, ja. Okay, als nächstes die 33er, die 66er. Die ist nämlich auch einfach. Wir dürfen keine 33 bilden. Also erst... Die Säule berühren, dass es wieder ausgeht. So. Dann berühren wir die 11. Dann berühren wir die 2. So haben wir 22. Und dann brauchen wir noch die Säule, auf der eine 3 steht. Ja. Und damit haben wir die 66. Tricksterpuppe, Helm des Täuschers und die Fernkampfarmbrust. So, jetzt machen wir die 33 wieder aus. Jetzt brauchen wir eine 130. Okay. Mal kurz überlegen. Hier haben wir eine 5. Machen wir die 2 auch mal wieder aus. So. Eine 7. Eine 13. Und eine 11. Okay, berühren wir die 11 wieder und machen alles aus. Erst einmal die 13 berühren. So. Dann berühren wir die 2. Da sind wir bei 26. Jetzt war hier irgendwo noch eine 5, genau. 5 mal 26 ist 130, so. Luftmünze. Tiaras goldener Panzer. So, ordnen wir die mal so an. Und die hat Deko-Puppe. Ach, die kommt auf die nächste Seite. Gut, jetzt müssen wir, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, eine 330 formen. Okay, jetzt machen wir das erstmal wieder so rum rückgängig. Aus. So. Für die 330 brauche ich die 2 und die 5, das macht 10. Die 11 und die 3. Also mache ich erstmal die 3 an. Gut.
Dann die 2. Ist auch immer noch gut. Damit haben wir jetzt 6. Jetzt mache ich die 11 an, haben wir 66.